Servus Leute, heute mal spannendes Oldschool-Video. Ich habe hier auf dem Tisch stehen ein Produkt von ehemals Blaupunkt. Ja. Und wir ein bisschen Frosch im Hals, voll komisch. Wir filmen heute auch mal aus meinem Arbeitszimmer, beziehungsweise das, was ich mir gerade so hier so ein bisschen als Arbeitszimmer immer eingerichtet habe, wo ich dann in Zukunft auch öfter ein bisschen vielleicht mal Videos poste über Reparaturen oder so. Das muss ich mal gucken, ob ich habe da so einen Gedanken im Kopf. Bin mir noch nicht ganz sicher. Jedenfalls heute erstmal Blaupunkt Velocity VXS12. Stammt so aus den Jahren 2003, 2004. Ist also nicht mehr neu. Ist ein 12 Zoll Woofer, sieht man dann so schön. Ja, manche kennen, also gerade vielleicht die Oldschool Zuschauer hier in den Videos bei mir, die mir ab und zu folgen, kennen die sicherlich noch. Gab es dann später noch 2004 den VPW, der wurde bis 18 Zoll gebaut mit einer 100er Spule, war ein absolut brutaler SPL-Woofer, unglaublich geil, habe damals zwei Stück davon gehabt, an einer GZPA 1.10.000, ging einfach wie die Hölle, du hast die Spulen nicht durchgebrannt gekriegt, die sind maximal nur handwarm geworden. In der Zeit hat man, sage ich mal, bei Blaupunkt unter dem sogenannten Velocity-Programm oder der Velocity-Series noch richtig, richtig geilen K-Hi-Fi gebaut. Heutzutage ist das alles leider aus China und eher so minderwertige Massenmarktqualität. Also man vermisst so ein bisschen die richtig, richtig guten Produkte bei Blaupunkt. Aber damals war das halt so. Blaupunkt ist auch zwischenzeitlich, glaube ich, pleite gewesen. Ich will es nicht falsch sagen, aber ich glaube, es ist 10 Jahre her. Da waren die pleite, wurden dann, glaube ich, sogar vom Chinesen aufgekauft. Und seitdem ging es auf jeden Fall mehr steil bergab als bergauf. Damals haben die durchaus Referenzprodukte, High-End-Produkte hergestellt. Und ja, der VXS war damals zum Beispiel ein Spitzenklasse-Produkt, also noch kein absolutes High-End, aber ein Produkt, was ganz vorne seinerzeit mitgespielt hat. Ja, was hat man dafür damals gekriegt? Wir haben einen Gusskorb gekriegt, den sieht man hier so ein bisschen, auch mit einem ganz interessanten Design. Das hat man so, glaube ich, in den Videos noch nie. Ein Korb in diesem Design, mit diesen ovalen Öffnungen, die man hier so ein bisschen sieht. Wir haben hier drin unsere Zentrierspinne, alles schön sitzen, ja, so wie man das eigentlich von so einem typischen Woofer kennt. Wir haben eine hinterlüftete Schwingspule. Hinterlüftete Schwingspule, bin auch blöd. Hinterlüftete Zentrierspinne, ja, also mehrfach belüftet von hinten. Wir haben schon damals, hat man gerade gesehen, auf der anderen Seite auch Push-Terminals gehabt. Ja, also ja, wurde dann auch ein ordentliches Terminal eingebaut. Ja, wir hatten damals schon einen Zierring, der ist hier aus Plastik, ja, damit das alles ein bisschen cooler aussieht und zum Schutz von Magneten. Und ja, also es ist auch alles sauber gefertigt. Also ich kann hier mit dem Finger rumpulen. Du hast ja, es ist alles entgratet. Es sind keine Blechkörbe, wo du dir die Finger aufschneidest, wenn du den Woofer in die Hand nimmst. Es ist einfach ein gutes, hochwertig produziertes Produkt. Von vorne wollen wir natürlich auch nochmal angucken. Mache ich jetzt mal zuerst. Haben wir hier eine schöne, stabile, hart aufgehängte Gummisicke. Also hart aufgehängt eigentlich Quatsch, aber sauber verklebte auf jeden Fall. Die ist sehr stabil. Wir haben hier eine schöne, blaue, schimmernde Aluminiummembran. Ist bei mir noch im ganz relativ guten Zustand. Haben hier eine Kunststoff-Dustcap mit diesem Velocity-Schriftzug und hatte damit einen relativ cleanen, optisch sehr cool gelungenen Subwoofer damit auf den Markt gebracht. Ja, außen haben wir noch so ein bisschen Schaumstoff. Der ist hier bei mir so ein bisschen schon, weil er mal verkehrt rum eingebaut wird im Gehäuse zur Show, bisschen verdrückt. Ja, ansonsten gibt es hier nichts mehr groß zu sehen. Doch, ein bisschen was haben wir noch. Wir haben hinten noch eine Polkernbohrung. Für die Hinterlüftung der Schwingspule, hier sehen wir auch den Namen, VXS12 Pro Komponent. Das waren tatsächlich damals richtig, richtig gute Produkte. Also der Pro steht auch für das, was es war. Und wir haben natürlich auch eine Doppelschwingspule hier an Bord mit damals 2x4 Ohm. Warum 2x4 Ohm? Das war relativ einfach. Man hatte damals zum Beispiel die Velocity VR Endstufenserie. Habe ich, glaube ich, auch noch keine vorgestellt, aber ich habe es auf jeden Fall in der Vitrine liegen und da. Und bei der Velocity VR Serie gab es zum Beispiel eine 2 Ohm stabile 2-Kanal. Zack, den VXS12 dran, gibt es auch als 15 Zoll. Ich glaube, als 10 Zoll hatten sie auch. VXS10 könnte sein. Auf jeden Fall als 15 Zoll. Dann konntest du einen Woofer problemlos an einer High-End-Stufe betreiben, weil die waren dann auch durchaus Spitzenklasse und absolute Spitzenklasse. Oder du hattest eine Burning Desire, ja, gab es als Desire 1 und Desire 2, also Serie 1 und Serie 2. Die waren dann auch, glaube ich, ein Ohm stabil und dann kannst du halt zwei Stück davon dranhängen. Oder wer ein bisschen mutig war mit 0,5 Ohm drauf gegangen ist, hat halt vier Stück dran gegangen. Und dann hatte man relativ schnell ein richtig schönes, geiles, lautes Setup. Was ein bisschen blöd damals war, dann 2004, als die VPW-Woofer rauskam, hatte man für den VPW in 18 Zoll eigentlich keine wirkliche Endstufe, um den zu betreiben. Also ich habe
Mich dann gefragt, was man gedacht hat mit dieser ultimativ fetten 100er Schwingspule, die man dort damals in dem VBB 460 drin hatte, wie man mit 1,5 kW das Ding fahren konnte. Also ich habe, wie gesagt, eine GZPA 1.10.000 auf 2 Stück gejagt mit 0,5 Ohm voll auf die Mütze. Da haben wir dann real ja auch 6, 7, 8 kW an den beiden Woofern anliegen und die brauchten sie auch. Die haben regelrecht geschreit nach mehr Leistung. Also ich denke, da wäre noch viel mehr gegangen. War damals eigentlich ein Überwoofer, für den es im Velocity-Programm keine wirkliche Endstufe gab. Ich glaube, selbst im Link-Betrieb hätte das. Waren die überhaupt linkbar? Weiß ich gar nicht. Müssen wir nochmal nachgucken. Ich glaube, die Birnin war noch gar keine Zeit, so, wo die Dinger linkbar waren. Jedenfalls war das ein absoluter Überwoofer, für den wir noch nicht mal eine passende Endstufe hatten, weil Endstufenleistung damals noch ein Riesenproblem darstellte. Ja, und da war das halt ein bisschen dumm gelaufen. Jedenfalls erstmal wieder zum VXS12. Wir sind abgedingsbumst, abgeschweift, ja. 93 dB Wirkungsgrad, 500 Watt RMS Spulenwicklung. Wir haben einen X-Max von ungefähr 12 mm, also der kann schon auch ein bisschen Hub. Hat Ambitionen zum großen Tiefmitteltöner. Also der Hersteller gibt ihn auch bis 2 kHz an. Ich habe ihn auch schon als 3 Wege mal gehört. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, hätte ich nicht gedacht. Können viele Woofer aus der damaligen Zeit, vor allem die Woofer mit Pappmembran. Audiosystem hatte ich auch zu der Zeit bei Chiare fertigen lassen. Die hatten auch Pappmembran, damit habe ich es auch schon versucht. Es gab auch viele andere Produkte, die man dann dadurch durchaus für 3 Wege Sachen wegentfremden konnte, die, sage ich mal, im Tiefmitteltonbereich noch erstaunlich viel gemacht haben. Ja, was gibt es sonst noch Spannendes zu sagen? Gehäusetechnisch sieht es so aus, dass er sich wohlfühlt in geschlossenen Gehäusen. Ich sage mal so 40 bis 70, 80 Liter geschlossen. Je nachdem, ob man tiefer will oder lieber ein bisschen präziser klanglich gehen will. Wir haben auf jeden Fall Fähigkeiten für einen Viert- oder Bandbass. Was daran liegen könnte, dass der Woofer, glaube ich, auch sogar für Free Air freigegeben war. Grundsätzlich, jeder Free Air Woofer braucht immer ein Gehäuse. Also nicht, man hat immer so Märchenerfindungen gehabt, dass den Leuten erzählt wurde, ja, ihr könnt das Ding einfach irgendwo eine Platte schrauben und dann macht das im Kofferraum bum bum, das ist falsch. Auch ein Free Air Woofer braucht irgendwo eine Gehäusegrundlage, die Gehäuse sind nur deutlich größer. Im Normalfall. Ja. Das heißt, der Kofferraum muss auch ein bisschen dicht sein, man sollte den Kofferraum ein bisschen dämmen, die Platte, also die Schallwand, wo der den Woofer einlässt, hat man oftmals bei BMW durch die Schießhacköffnung spielen lassen, sollte auch sehr steif sein, sehr robust, fest mit dem Fahrzeug verschraubt und. Und dann nutzt er das Kofferraumvolumen als Gehäuse. Aber er ist halt so ausgelegt, dass er ein etwas größeres Gehäuse braucht. Und ich glaube, der VXS12 war auch so ein Treiber, der Free Air tauglich war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich will es nicht beschreien. Auf jeden Fall geschlossene Gehäuse, 40 bis 80 Liter Bassreflex, 50, 55 Liter Bassreflex könnt ihr bauen, sollte ganz gut funktionieren, habe ich mal gelesen. Viert- oder Bandbass funktioniert auf jeden Fall, ohne Probleme, steht auch im Datenblatt vom Hersteller drin. Klanglich, wenn ich so zurückdenke, ich habe die Woofer damals auch verbaut, ist es eher so ein typischer dynamischer Woofer, der jetzt nicht unbedingt extrem Tiefbass kann. Ja, damals war die Musik auch noch nicht so ultra tief, ich sag mal so bis 40 Hertz ist okay, macht Spaß, hat man Pegel, den hat man auch locker hoch bis 80, 90 Hertz, also es ist so ein Oberbass-Woofer auf jeden Fall, das kann er sauber. Aber ein Tiefbass unter 40 Hertz für diese Ultra-Low-Bass-Musik, was manche heutzutage so hören, ist er nicht mehr ganz so geeignet. Dafür haben wir aber auch einen sehr hohen Wirkungsgrad von 93 dB. Das heißt, wir müssen in den Woofer jetzt nicht, keine Ahnung wie heute, in manche Woofer 1000 oder 2000 Watt reinschieben, um irgendwie versuchen, laut zu werden. Mit dem reichen auch schon 300, 400, 500 Sinus aus, um, ja, sag ich mal, einen ausreichenden Pegel im Alltag zu erreichen. Ansonsten, was gibt es denn noch Spannendes zu sagen? Einbautiefe wäre noch spannend, oder? Habe ich die Einbautiefe hier irgendwo? Einbautiefe 151 mm, perfekt. Ja, ansonsten sollte ich jetzt noch irgendwas vergessen haben, poste ich das euch im Anschluss wieder in die Beschreibung rein. Ich werde den Woofer sehr wahrscheinlich, das klingt jetzt blöd, verschenken. Mal gucken, wie ich das die Tage mache. Ich hoffe, Instagram oder TikTok oder irgendwo das Ding einfach verschenke. Ja, einfach so, weil mir gerade danach ist. Muss ich mir mal was überlegen. Auf jeden Fall seinerzeit sehr, sehr cooler Allround-Woofer, Spitzenklasse-Woofer, gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen, qualitativ super gut, mittlerweile leider recht selten. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. So, genug geschwafelt. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Ich muss noch ein bisschen was schaffen heute und ja, sag danke und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.